Wir befinden uns hier in Velten am Wörthersee. Hinter mir ein Gebäude mit Symbolkraft, das Schlosshotel Velten. Bekannt aus der Fernsehserie vor vielen Jahren, aber auch berühmt, berüchtigt als ein Projekt in der Causa beim Tatort Hypo Alpe Adria. Denn in die Renovierung dieses Schlosshotels ist sehr viel Geld geflossen. Nicht nur am Balkan sind Hypo-Millionen versenkt worden, sondern auch hier in Kärnten am Wörthersee. 133 Millionen Euro wurden ausgegeben, hypofinanziert für die Renovierung des Schlosshotels. Verkauft ist es schließlich worden um 39 Millionen Euro. 133 versus 39. Ja, schlappe Differenz, 100 Millionen Euro, die ausgegeben wurden, aber im Schlosshotel nicht angekommen sind. Die Frage ist, wo ist dieses Geld hingekommen? Wer sind die Profiteure? Die Vermutung liegt auch auf der Hand, dass es wie so oft bei diesen Fällen zu Überzahlungen gekommen ist, versteckt durch Scheinrechnungen und dass dann in der Folge Gelder abgezweigt und verteilt worden sind. Ja, ermittelt wird, aber nicht in der entscheidenden Frage. Wer sind die Profiteure? Wo sind diese Gelder hingeflossen? Und das wäre die entscheidende Frage aus Sicht eines funktionierenden Rechtsstaates, aber auch eine entscheidende Frage im Interesse der Steuerzahler.